Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das dritte Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung. Ich gebe zu, dass diejenigen, die dieser Debatte zu dieser Stunde beiwohnen, das nicht unbedingt als Hauptgewinn begreifen. Und Kollege Bitterle, wenn man Ihre Rede gehört hat, dann kann man das im wahrsten Sinne des Wortes nicht sagen. Ich habe versucht, einen Beispielsfall zu bilden, der sehr deutlich macht, um was es im Kern geht. Stellen Sie sich vor, zwei Banken treiben regelmäßig Geschäfte miteinander. Und eines Tages kauft die Bank A von der Bank B Wertpapiere im Wert von 1 Million Euro. Sie bezahlt diese Wertpapiere auch gleich. Die Bank B ist aber schon einige Tage später nicht in der Lage, die Wertpapiere zu liefern, weil sie insolvent geht. Dann hat die Bank A eine Forderung in Höhe von 1 Million Euro, die sie im Rahmen des Insolvenzverfahrens geltend machen kann und dort zur Tabelle anmeldet. Das hat zur Konsequenz, Kollege Bitterle, hören Sie zu, maximales Ausfallrisiko. Und nun, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, um an dieser Stelle schon dem ersten Missverständnis entgegenzuwirken, das Sie heute sehr gerne skizziert haben, diese Bank A, die auf dieser 1 Million Euro sitzen bleibt, das kann vielleicht mal die Deutsche Bank sein, das kann vielleicht mal eine Großbank sein, das kann aber letztendlich auch jede Hausbank eines jeden Bürgers hier in Deutschland sein. Und dann zahlt diese 1 Million am Schluss der Anleger, der Kunde, der Steuerzahler. Und genau diese Konstellation sollte § 104 der Insolvenzordnung vermeiden. Er hat nämlich folgende Möglichkeit vorgesehen: Wenn ich dann, zurück zu meinem Fall, die Bank B eine Forderung gegen die Bank A hat, sagen wir in Höhe von 800.000 Euro aufgrund eines anderen Geschäfts und die Forderung ist noch offen, dann sollte die Möglichkeit eröffnet werden, das miteinander zu verrechnen, sodass dann nur die Differenz von 200.000 Euro ins Saldo gestellt wird, mit der Folge, dass das maximale Risiko der Bank A am Ende des Tages 200.000 Euro ist. Und damit auch das Ausfallrisiko der Kunden, der Steuerzahler und der Anleger dieser Bank A bei 200.000 Euro endet. Das genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, war das Ziel von § 104 der Insolvenzordnung. Und das sahen, der Kollege Hirte hat es vorhin angesprochen, die Grünen im Übrigen ganz genauso. Im Jahr 2004 würde diese Norm formuliert und heute wollen Sie davon nichts mehr wissen. Der BGH legt § 104, wir haben es gehört, heute anders aus und er begreift solche Aufrechnungsvereinbarungen als unwirksam. Und deswegen, liebe Kollegin Keul, gilt es auch schnell zu handeln, weil uns ein Stück weit die Zeit davonläuft, weil die zweite Konsequenz ist, dass mit diesem erhöhten Ausfallrisiko, wenn solche Rahmenvereinbarungen nicht mehr getroffen werden können, letztendlich die Finanzrückstellungen für Banken in eine Größenordnung kommen, wie sie heute einfach nicht mehr darstellbar sind. Und das ist auch nicht so, wie Sie vorhin gesagt haben, ja, wir haben ja durch die Finanzkrise gelernt und deswegen müssen die Rückstellungen der Banken ohnehin erhöht werden. Das ist insoweit unehrlich, weil Sie ganz genau wissen, dass die Erhöhung der Rückstellungen, über die wir hier reden, komplett aufgefressen werden von dem Anstieg des Ausfallrisikos. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zeitnah darauf reagieren, weil es letztendlich für viele Banken ein Problem darstellen würde, in dieser kurzen Zeit die Rückstellungen auf dieses Maß zu erhöhen. Damit zeigt die Große Koalition, dass sie handlungsfähig ist. Die Große Koalition zeigt, dass sie darauf reagieren kann. Und ich glaube, das Beispiel zeigt sehr gut, dass es sich eben nicht um Geschenke für Großbanken handelt. Und deswegen bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alexander Hoffmann.